Also gut, gut, 100 Franken hier, nehmen Sie. Hochstrasser saß den ganzen Tag nur vor dem Fernseher und hat Bier getrunken. Das Bier ließ er sich Freihaus liefern. Ich bin arbeitslos. So viel Bier, wie der trank, könnte ich mir nie leisten. Hochstrasser war Alkoholiker. Darauf wette ich. Er hatte deswegen auch immer wieder lautstark mit seiner Tochter gestritten. Ging es bei den Streitereien nur um den Bierkonsum des Vaters? Die Wände sind dünn. Mit einem zusätzlichen 100er werden sie noch ein wenig dünner. Ich werde gleich alle Fenster öffnen und ihre Vögel den Katzen zum Fraß freigeben. Ohne die Vögel würde ich in tiefste Depressionen verfallen. Aber die Tiere kann man nicht umsonst halten. Und ich muss mich auch von irgendetwas ernähren. Dann ernähren Sie sich von irgendetwas, aber nicht von meinem sauer verdienten Geld. Worüber hat sich Hochstrasser mit seiner Tochter gestritten? Es hat ihm nicht gepasst, dass seine Tochter mit einer anderen Frau rummacht. Hochstrassers Tochter ist eine Lesbe. Das hat er ihr vorgeworfen. Haben Sie die Freunde der Tochter zu Gesicht bekommen? Nein! Ich habe auch die Tochter kaum je gesehen. Ich hörte sie nur, wenn sie ihren Vater anschrie. Und das kam regelmäßig vor. Der Hochstrasser hörte schlecht. Er trug zwar ein Hörgerät, hat es aber nicht eingeschaltet, weil er Energie sparen wollte. Die Batterien kosten doch nichts. Ich glaube, der wollte einfach nichts mehr hören. Kann ich gut verstehen. Er fragte mich, ob ich auch an Neuigkeiten über andere Nachbarn interessiert wäre. Ich winkte ab und verabschiedete mich von den Vögeln mit einem lauten Miau. Der Nachbar sah mich böse an und ich ging. Bei der Polizei kannte man sich mit schrägen Vögeln aus. Einer war gerade mit einem Mordfall beschäftigt. Üble Sache, Maloney. Ein Mann, der tot auf einer Parkbank gefunden wurde. Die Obduktion hat ergeben, dass er vergiftet worden ist. Hochstrasser ist vergiftet worden. Sie kennen den Mann. War er Ihr Klient? Und hat aus einer ihrer Tassen Kaffee getrunken. Hochstrasser hat vor ein paar Tagen einen Stromschlag erlitten. Ich habe davon gehört. Eine defekte Kaffeemaschine. Die Leute unterschätzen die Gefahren, die im Haushalt lauern. An keinem anderen Ort verunglücken derart viele Menschen. Sie fallen von der Leiter, stolpern über den Teppichrand oder holen sich einen Leistenbruch, weil sie unbedingt den Fernseher selber aufstellen wollen. Ich habe ein Buch gelesen. Über Haushaltunfälle oder über Männer, die vergiftet auf Parkbänken liegen? Die Menschen fühlen sich zu sicher in ihren eigenen Wänden. Deshalb werden sie unvorsichtig und schon verbrühen sie sich die Haut oder essen verdorbenes Fleisch. Hat Hochstrasser verdorbenes Fleisch gegessen? Ein Cocktail verschiedener Pflanzengifte aus der Hausapotheke der Natur. Theoretisch kann er sich selber vergiftet haben. Hochstrasser soll sich selber einen Cocktail aus Pflanzengiften gemixt und auf der Parkbank getrunken haben. Der Tote hatte über 2 Promille Alkohol im Körper. Da sehen Sie mal, wie Sie eines Tages enden könnten, Maloney. Wir werden zuerst die Giftstoffe analysieren, danach in unseren Computer eingeben und dieser wird uns mitteilen, ob ein ähnlicher Giftmord schon einmal vorgekommen ist. Wir werden den Fall auch nachstellen. Ein Kollege hat bereits damit begonnen, eine Kiste Bier leer zu trinken.